Die Verbraucher in Deutschland haben im vergangenen Jahr ihren Konsum deutlich eingeschränkt. Im Schnitt gaben sie 1.250 Euro weniger aus als im Jahr zuvor. Das geht aus einer Untersuchung des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Der Rückgang belaufe sich im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt über 100 Milliarden Euro. Dies sei der stärkste Einbruch seit 70 Jahren. Gründe seien eine gestiegene Sparrate sowie gesunkene Einkommen während der Pandemie.